Lieber Fahrgast, liebe Fahrgästin, lieber Freund, aber auch lieber Feind von Taxi Berlin, man soll auch seine Feinde ehren. Heute komme ich nun endlich zum ersten Buch aus meinem Bauchladen. Mein Bauchladen ist dieser kleine rote Kinderkoffer, den ich immer im Taxi dabei hatte und den ich wie alles Wichtige im Leben auf der Straße gefunden habe. Das erste Buch, was ich vorstellen möchte, passt von der Größe her nicht in diesen Bauchladen rein, ist auch nicht gerade handlich und auch mit 1,3 Kilogramm nicht das leichteste Buch. Es hat den Titel Mein letztes Wort und es ist zugegeben, alleine vom Titel her natürlich das völlig verkehrte Buch, um so eine Sendung über Bücher zu eröffnen. Aber ich bin nun mal so ein Typ, der fängt immer vom Ende an, von hinten an und arbeitet sich dann langsam zum Anfang durch. Also eine Vorgehensweise, die ich nicht wirklich empfehlen kann, aber es hat sich bei mir so ergeben und jetzt ist es auch zu spät, das noch zu ändern. Mein letztes Wort heißt im Untertitel Der Grabstein als Visitenkarte, ist 2003 bei Schwarzkopf und Schwarzkopf hier in Berlin erschienen. Und es ist von Conny Böttger und Peter Kardorf. In dem Buch sind Bilder von Grabsteinen enthalten. Ganz genau sind es 677 Fotos, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Friedhöfen aufgenommen wurden. Und ich habe da mal drei vorbereitet, die mir wichtig erscheinen. Und zwar als erstes der Grabstein von Manfred Horst in Gelsenkirchen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also das ist ein Grabstein, da ist dann links oben ein altes Nokia-Handy zu sehen. Und das ist so ein Modell, das ist wohl heute noch sehr gefragt, weil das wohl technisch ausgereift ist, wurde mir zumindest gesagt. Solchen Grabstein, wie gesagt, ich zeig's nochmal, kannte ich bisher nur aus Bulgarien. Und da wäre es dann so gewesen, dass der wo beim Telefonieren ums Leben gekommen ist. Wie gesagt, alleine deswegen ist das Telefonieren vom Telefonieren eher abzuraten. Wie das jetzt bei Manfred Horst war, das weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass er einfach nur handysüchtig war. Also deswegen möchte ich nochmal auf diese nichtstofflichen Süchte hinweisen, wie zum Beispiel die Handy- oder die Internetsucht im Allgemeinen, weil diese nichtstofflichen Süchte schwerer oder ernster sind als diese stofflichen Süchte, die Abhängigkeit von Alkohol, Nikotin und so weiter, weil man nichtstoffliche Drogen viel schwerer entziehen kann. Als zweites habe ich einen Grabstein für euch ausgesucht. Der ist in Hannover zu finden. Das ist dieser hier und auf dem steht, ein guter Mensch stirbt nie. Also jetzt, glaube ich, wird die Intention des Gutmenschen etwas verständlicher, den es allerdings auch nur gibt, weil es dann auch den Bösmenschen geben muss. Also das darf bei aller Eile nicht vergessen werden, denke ich. Als dritten Grabstein möchte ich euch noch diesen zeigen. Und zwar ist es dieser kleine Grabstein hier, auf dem einfach nur steht, warum? Mit Fragezeichen. Es ist mein persönlicher Favorit. Man findet diesen Grabstein in Hamburg-Altona. Ich finde diese Frage deswegen so gut, weil es die Frage war, die ich, als ich letztens noch Taxi gefahren bin, immer auch jedem Fahrgast gestellt habe, der mir eingestiegen ist. Und nachdem er das Fahrziel genannt hatte, habe ich dann immer zurückgefragt, und warum? Und alleine ich habe diese Frage aus einem schlechten Buch entnommen, aber selbst aus schlechten Büchern kann man manchmal noch was lernen. Man findet sowieso Wahrheiten oft dort, wo man sie nie vermutet hätte. Und diese Frage habe ich gestellt, um natürlich zu provozieren. Ich bin ja so ein provokativer Typ, aber vor allen Dingen, um ein Gespräch mit dem Fahrgast zu beginnen. Das hat auch in fast allen Fällen immer sehr gut geklappt. Die meisten Reaktionen der Fahrgäste waren natürlich ein Erstaunen, ob meiner Frechheit oder Dreistigkeit und dementsprechend flapsig war dann auch die Antwort. Derart, was geht Sie denn das an oder es geht Sie überhaupt nichts an, was ich da will. Und manche haben das aber auch sehr ernst genommen und haben dann sozusagen gleich in juristischen Kategorien gedacht, haben dann wahrscheinlich auch gedacht,
ob sie das nicht mal ihrem Anwalt irgendwie vortragen können. Und dann war die Antwort: Das geht sie überhaupt nichts an, warum ich da hin will. Fahren Sie einfach los, ja. Und es gab einen Fall, an den erinnere ich mich, da ist dann die Person, das war eine junge Frau, ausgestiegen. Also wo ich da sagen würde jetzt im Nachhinein, also es war jemand, der entweder keinen Spaß verstanden hat oder eben auch keinen juristischen Beistand hatte. In dem Sinne, seitdem ich einen Anwalt kenne, brauche ich ihn auch. Und oder vielleicht auch beides zusammen. Man weiß es nicht. Ich habe dieses Buch, wie gesagt, mein letztes Wort, in dem es um Grabsteine geht, auch deswegen ausgewählt, weil das Thema Sterben heute ja ein Thema ist, wo man das Sterben in den heutigen Tagen ja niemanden wünscht, also nicht mal seinem schlimmsten Feind wünsche ich heute zu sterben, ohne seine Nächsten, ohne seine nächsten Angehörigen. Und wo man als letztes Bild von der Welt jemand mit einer Maske vor sich sieht. Also es ist, denke ich, schlimmer, als man in jedem schlechten Film zu sehen bekommt. Und der Kollege Giorgio aus Italien, der hat sogar Taxikollege aus Rom, ganz und gar, der hat dazu gesagt, dass damit eine gewisse Grenze zur Barbarei überschritten wäre. Da muss sich nun jeder schon sein eigenes Bild machen. Ich werde auf jeden Fall den Text von Giorgio, der ist beim Vatikan News erschienen, unten verlinken, wie man das bei so einem Video macht, wie ich erfahren habe. Zum Schluss noch das Buch, was ich verschenken möchte. Das heißt, der schönste Ort von Menschen in Buchhandlungen ist beim Diogenes Verlag erschienen. Und wenn du dieses Buch geschenkt haben möchtest oder dieses Buch, mein letztes Wort, erwerben möchtest, dann ruf mich bitte nicht an, schreib mir eine E-Mail an die Adresse taxi.berlin@gmx.de oder geh bei booklooker.de und suche dort Taxi Berlins Bauchladen. Das soll es für heute gewesen sein. Mein erstes Buch habe ich vorgestellt, mein letztes Wort, das soll es dann auch gewesen sein. Bleib gesund und dein Taxi Berlin.